Also herzlich willkommen in unserem Weltladen hier in Raunheim im Rathaus. Der heutige Tag ist ein guter Anlass, weil dieses Jahr würden wir 35 Jahre Jubiläum feiern. Nur Corona-bedingt geht das jetzt alles nicht. Also Fair Handel, was bedeutet das jetzt endgültig? Die Frau Mora, fand ich, hat einen guten Satz gefunden, um das zu beschreiben. Fair Handel ist ein Mittel im Kampf gegen die Ausbeutung der Entwicklungsländer. Wir haben Kaffee, Tee, Reis. Dann kam Quinoa dazu. Das war eine Arbeit, den Quinoa den Leuten schmackhaft zu machen. Aber das haben wir gerne verkauft. Und das ging immer gut. Kaffee und Tee. Das waren unsere Hauptprodukte. Schokolade dann, die ging dann auch immer gut. Es kam peu à peu, kamen immer mehr Produkte dazu, dass wir dann erstmal nur bei uns in der Kirche verkauft haben. Dann später auf dem Markt und dann irgendwann hier im Laden. Ja, warum soll man im Weltladen einkaufen, wenn es auch in Supermärkten Produkte gibt? Erstmal wollte ich sagen, dass ich es sehr gut finde, dass es auch in den Supermärkten angeboten wird, denn dadurch wird es der Bekanntheitsgrad größer. Die Leute lernen die Waren kennen. Der Weltladen hat den Vorteil, dass wir eine größere Auswahl an Produkten haben. Außerdem haben wir die Möglichkeit, auch kleinere Unternehmen zu unterstützen, die nicht in dem Maße für die Supermärkte produzieren könnten. Mit dem Gewinn wird einmal im Jahr gemeinsam mit dem Team beschlossen, wofür wir das verwenden. Einmal wird es natürlich verwendet für Anschaffungen hier im Laden, aber wir spenden auch jedes Jahr einen ziemlich hohen Betrag. Ja, wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen immer, dass wir halt auch Öffentlichkeit herstellen. Und wir haben zu unserem 30-jährigen Jubiläum hatten wir eine Multivisionsschau. Dann machen wir oft im Rahmen der Faire Wochen machen wir Aktionen. Vor 2 Jahren hatten wir einen Mann da, der uns Cocktails gemischt hat. Da hatten wir auch einen super Zuspruch. Und dann machen wir zum Tag der Weltläden, machen wir auch Aktionen. Dann gehen wir raus, sprechen die Leute an, verteilen halt unsere Produkte. Und im Rahmen der Faire Wochen bieten wir auch immer Kleinigkeiten an, die wir also von den Produkten, die hier im Laden sind, herstellen. Und das bieten wir dann an. Und das wird auch immer unwahrscheinlich gut angenommen. Der Kreis Groß-Gerau ist ein großer Kooperationspartner, da werden wir auch ganz viel unterstützt. Und der Kirchenladen in Rüsselsheim gibt es in der evangelischen Gemeinde ein sogenanntes Kirchenlädchen. Die verkaufen auch Produkte noch von uns. Gut, für die Zukunft wünschen wir uns natürlich, dass der Weltladen gut hier weiterläuft, weil er ist eigentlich am Anfang war es ein klein bisschen, mussten wir uns publik machen. Aber gerade durch die faire Woche und durch unsere Aktionen haben wir eigentlich doch einen festen Kundenstamm hier bekommen und hoffen natürlich, dass wir so ein tolles Team bleiben und wünschen uns für die Zukunft eventuell doch noch neue, vielleicht auch jüngere Mitarbeiter. Sehr großer Wunsch wäre natürlich noch, dass auch Raunheim sich irgendwann entschließen könnte, faire Stadt zu werden. Und wir würden da auch sehr mitkämpfen.